Einen wunderschönen guten Abend, liebe Bewohner dieser großartigen Insel. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da sind. Herzlich willkommen zu unserer großen Abschlussshow. Ich wurde gebeten, zu Beginn dieser Veranstaltung sie alle mit dem Segen Gottes auszustatten. Das werde ich natürlich machen. Ja, spritz mir ins Gesicht, yippie! So, das war das Weihwasser und jetzt kommt der Segen. Meine Damen und Herren, ich bin das Gefäß Gottes aufgefüllt mit Licht und Liebe, die wie ein zähflüssiger Brei durch mich durchfließt. Und ich strecke meine Arme aus und durch meine Arme fließt dieser Segen zu euch, auf das ihr mit Licht und Liebe aufgefüllt werdet und in Gott geht. Amen. Und jetzt, meine Damen und Herren, wünsche ich Ihnen natürlich sehr viel Spaß. Und ich möchte jetzt Ihnen den Host der heutigen Veranstaltung auf die Bühne bitten. Meine Damen und Herren, bitte schlagen Sie die Hände zusammen zu einem donnernden Applaus. Wir haben ihn extra einfliegen lassen. Hier ist Ihr Gastgeber des heutigen Abends. Hier ist Frank Platinum! Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Frank Platinum und ich bin gerade eingeflogen von einer fernen Insel. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser heutigen Veranstaltung. Wie ich höre, sind Sie alle hier erschienen, weil diese Insel bald in einem unbekannten apokalyptischen Großevent untergehen wird und Ihr Zuhause wird vernichtet werden. Und vielleicht können Sie sich retten, vielleicht werden Sie aber auch hier Ihre letzte Ruhestätte finden. Deswegen sind wir hier zusammengekommen, um noch einmal das Leben zu feiern, um noch einmal diesen Ort hier zu feiern und ein großartiges Konzert mit vielen tollen Künstlern hier heute zu haben, um der Apokalypse ins Gesicht zu lachen. Voll geil, wow. Ey. Ich höre die Begeisterung heraus. Wir räumen trotzdem morgen auf. Wie bitte? Wir räumen trotzdem auf, ja. Selbstverständlich. Und ich begrüße ganz herzlich hier oben auf der Bühne The Piano Dragon! Hallo! Guten Tag! Ein wunderschönes Event wünsche ich Ihnen! Dieser Song ist selbst geschrieben von mir. Der geht jetzt an euch alle. Oh, das ist süß. Und ich hätte mir das Chili rein. Vegan von Löwenanteil. Wenn du eines Tages aufstehst und keine Emotion mehr spürst, dann wünschst du dir, dass jemand da ist, du seine Wärme endlich fühlst, den Kopf in dein Herz sie streiten, du spürst diesen Schmerz im Bauch, die Stimme in deinem Kopf erdrückt dich, du willst einfach nur raus, doch dann erscheint
Wow, das war super. The Piano Dragon! Vielen lieben Dank, mega gut. Das ist Ihr Applaus, Bravo, The Piano Dragon. Vielen lieben Dank. Und glücklicherweise hat jemand hier den Nebel eingeschaltet. So sieht man meine Augen nicht, die vor Tränen der Rührung rot gefärbt sind. Was für ein Auftakt und das auch noch im Takt. Vielen lieben Dank. Das macht es jetzt nicht unbedingt leichter. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Künstler oder Künstlerin jetzt Backstage sitzt und sich denkt, warum muss sie denn als erstes kommen? Wollen wir nicht so eine Art Qualitätsrampe bauen heute Abend? Ja, ja, aber ich kann Ihnen sagen, auch die anderen Darbietungen heute werden Ihr Emotionszentrum in Wallung versetzen. Jetzt kommen wir zu einem Künstler, der nicht unerwähnt bleiben soll. Nicht aufgrund seiner Schandtaten, sondern aufgrund seiner großartigen Performance, die uns jetzt erwartet. Oder ihre Performance. Niemand weiß es so genau. Diese Person macht aus ihrem geschlechtlichen Vorlieben ein großes Geheimnis. Vielleicht lüften wir es heute. Begrüßen Sie mit mir auf der Bühne Conny Konopke! Conny! Mal ran, komm mal ran hier! Ja, Conny! So, ich bin ein bisschen nervös. Ich bin ganz neu hier. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ich fang mal einfach an, wa? Oh, rein. So, ich sehe noch Leute, die tanzen nicht. Tanzt ein paar Fackeln raus vielleicht noch. Jetzt geht's los, sind es für die Opi-Fans. Yeah. Ich kam hier auf den Platz und die Kante hier wirklich gehen. Doch, die Kante hier sind gefühlt, das sollte nicht so lange gehen. Da kam der Opa auch schon an, nahm mich unter die Fittiche. Da seht ihr schon, der alte Mann, der kickt nicht wirklich kritisch. Ne? Im Pult vom Texas Toni machte ich mich dann vom Stand auf los, was der mir zu erzählen hat. Oh Junge, das kam richtig groß und kam hier in der Villa an. So kunterbunt und strahlend schön, an so einem Lebensstandard könnte ich mich ganz entspannt gewöhnen. Wir sind die Opi-Fans. Opa macht, dass jeder glänzt. Wir sind die Opi-Fans. Wer das nicht versteht, kann Opa nicht kennen. Da gehen noch ein paar Fackeln, Leute. Und einen Flammenwerfer habe ich auch schon gesehen. Hopp, hopp. Da kann noch wer tanzen. Und weiter geht's. Dann lernte ich die Silvi kennen, so bunt wie sie auch irre ist, war ich mit ihr dann unterwegs, so sick, ich hab jetzt besser Schiss, die Nirvi, unsere gute Fee, lud mich in die Familie ein, ich konnte kaum glauben, was ich sehe, komm jetzt in die Villa rein. Der Easy kam dann auch dazu, so funkelnagelneu wie ich, wir waren in der Familie drin, man könnte denken Enkeltrick, doch hatten wir uns alle lieb, da war kein Platz mehr für Betrug, wir zogen in die Villa ein, 2 Betten für uns, Erstbezug. Wie gut. Wir sind die Obi-Fans. Opa macht, dass jeder glänzt. Feuer! Wir sind die OP-Fans. Wer das nicht versteht, kann Opa nicht kennen. Ich glaub mein Glück noch immer nicht. Die Woche war so wunderschön, davon erzähle ich bestimmt noch lange meinen eigenen Söhnen. Ich sage hiermit danke euch, den wunderbaren Menschen hier. Die Zeit hier ist zu schnell, als euch bedeutet mir so endlos viel. Ich werde euch vermissen, Mann. Ich weiß ja auch noch nicht, wie sehr. Doch ich mach jetzt die Bühne frei. Es kommt hier sicherlich noch mehr. Ich wünsche einen schönen Abend noch mit vielen und auch tollen Ex. Ich mich jetzt nach da unten und bin dann jetzt von der Bühne weg. Ich bedanke mich herzlich für die Einladung zum Rustplatz. Es war die beste Streamwoche überhaupt. Vielen Dank an alle. Danke fürs Zuhören. Danke dir. Danke dir. Danke schön. Conny Konopke. Wahnsinn. Vielen Dank, Conny. Ich bin mir nicht sicher, ob der Mann einmal geatmet hat. Zu danken. Holen Sie einmal tief Luft, nicht, dass Sie hier kollabieren. Auf der Bühne ist es sehr schwierig, kollabierte Leute hier runterzutragen. Wissen Sie, da braucht man mindestens 2 Leute, die müssen Sie am Arm und Bein hochhieven und Sie dann da durch diesen kleinen Aufzug. Das ist alles nix. Deswegen atmen Sie einmal tief durch. Im Backstage-Bereich gibt es ein leckeres Kaltgetränk für Sie. Vielen lieben Dank, was für eine tolle Performance. Und jetzt kommen wir zu einem Künstler und ich sage dieses Wort Künstler ja wahrlich nicht inflationär, aber heute und jetzt ist es mehr denn je angebracht. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere von Ihnen die Zeit hatte, im Escape Room von Keklack vorbeizuschauen. Ich für meinen Teil war da und ich muss sagen, es war nicht nur unausgesprochen schwierig, unangenehm schwierig,
für mich, es war einfach auch großartig gebaut, sodass ich dachte, dieser Mann, dieser Architekt, das muss doch hoffentlich alles sein, was er kann. Wenn er noch mehr als das kann, dann erniedrigt er mich und meine kleinen Talente. Aber stellt sich raus, nein, er kann noch viel mehr als das. Und was das ist, das zeigt er uns jetzt hier auf der Bühne. Meine Damen und Herren, Applaus für Keklak! So, ich will jetzt zum Abschied auch nochmal sagen, wie viele von euch wissen, hatte ich auch eine Menge Spaß hier auf der Insel. Vielen, vielen Dank an alle, die die Inselprüfung gemacht haben. Aber ist auch nicht alles. Ich bin auch ziemlich unzufrieden. Ich weiß noch, vor tausenden Jahren, als ich hier allein auf der Insel chillen konnte, ich hatte keine Sorgen. Überall liefen freie Pferde über die Wiesen. Die Luft war frei von Helikopter-Benzinduft. Aber alles hat sich geändert, seitdem ihr hier seid. Und seit tausend Jahren hab ich jemanden gesucht, der die Insel beschützt und die Geister widerruft. Ich hab bis zum Ermessen alle Menschen hier getestet, aber keiner von euch dummen Leuten checkt, wer der Chef ist. Ihr baut 13 Kirchen für einen Gott, den ich nicht kenne. Bringt euch gegenseitig um in einem Kampf im Kolosseum. Jeder zweite Heli auf der Insel endet tödlich und normal sein ist für eure fucking Gruppe gar nicht möglich. Wenn die Natur singt, weil deine Stadt stinkt, dann ruft Keklak, Keklak, Keklak. Ich bin die Zukunft, so wie am Pluton, das nächste Land, das ihr nicht habt. Weil ich perfekt bin für dieses Rusting. Ey yo, ihr habt's wieder geschafft. Habt leider wieder keine Zeit, mich auszuruhen. Sagt tschüss, das war Keklak, Keklak, Keklak. Wenn die Natur singt, weil deine Stadt stinkt, dann ruft Keklak, Keklak, Keklak. Ich bin die Zukunft, so wie am Pluton, das nächste Land, das ihr nicht habt. Weil ich perfekt bin für dieses Rusting. Ey yo, ihr habt's wieder geschafft. Habt leider wieder keine Zeit, mich auszuruhen. Sagt tschüss, das war Keklak, Keklak, Keklak. Und da kommen wieder Leute mit dem Heli überm Platz. Ich kann nicht in Ruhe schlafen, ich hab keinen ruhigen Tag. Komm, verlass dich, mein Haus werd ich fast noch überfahren. Und der Gott, für den er betet, da schreibt sich mein letztes Traum. Früher war die Ernte prächtig und die Menschen waren froh. Heute lootet ihr schon Leichen, die sind nicht mal richtig tot. Die Gier, die packt die Stadt und ich bin daran gewohnt. Also folgt mir nicht, ich schnapp mir das nächste Boot. Ich brauch neue Lungen, ihre Herz und Augen, wenn ich bleibe. Ich brauch frische Luft und Ruhe und dir gibt es einfach keine. Ich geb euch den letzten Rat und auch wenn er euch nicht hilft, bitte denkt an die Natur, es wird Zeit, dass er chillt. Ihr könnt doch so nicht leben mit dem Müll und all den Krisen. Das ist Leben zwischen Dieben, Killern, Hexen und Banditen. Das ist Leben zwischen Rache, Abgas und Poker cheaten. Ihr lasst mir doch keine Wahl, ich muss von Sonnen fliegen. Wenn die Natur singt, weil deine Stadt stinkt, dann ruft Keklak, Keklak, Keklak. Ich bin die Zukunft, so wie am Pluton, das nächste Land, das ihr nicht habt. Weil ich perfekt bin für dieses Rusting. Ey yo, ihr habt's wieder geschafft. Habt leider wieder keine Zeit, mich auszuruhen. Sagt tschüss, das war Keklak, Keklak, Keklak. Wenn die Natur singt, weil deine Stadt stinkt, dann ruf Keklak, Keklak, Keklak. Ich bin die Zukunft, so wie am Pluton, das nächste Land, das ihr nicht habt. Weil ich perfekt bin für dieses Rusting. Ey yo, ihr habt's wieder geschafft. Habt leider wieder keine Zeit, mich auszuruhen. Sagt tschüss, das war Keklak, Keklak, Keklak. Nee, ich will zwei! Ich will zwei! Alter! Wow! Hallo! Er ist verschwunden, wo ist er hin? Ich bin selten sprachlos, aber ich mach gleich aus Versehen eine Schweigeminute. Was für eine großartige Performance von Keklak und am Ende noch dieses Verschwinden im Nebel, dieses mysteriöse Verschwinden. Niemand weiß, wo er hingegangen ist, niemand weiß, wo er herkam. Dieser Mann ist ein Mysterium. Vielen lieben Dank, Keklak! Und jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir zu jemandem, den haben Sie alle mit Sicherheit häufiger mal gesehen oder mindestens mal gehört. Heute kommt die Rettung für Ihre Wünsche, denn Sie dürfen ihn hier heute nochmal erleben. Live auf der Bühne einen großen Applaus für Shepard! 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 Es geht ab hier geil, Leute! Hölle, 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 Hölle! Ist das Shepard oder? Das ist Wahnsinn! Ihr seid der Wahnsinn! Ihr seid der Hammer, Rastplatz! Ich liebe euch!
Ich bin jetzt schon heiser, verdammte Scheiße. Du bist der Hammer. Ich will nicht, ich will nicht. Du bist der Hammer. Jeder einzelne Super von euch. Ich will ein Doppelkind von dir. Nein, du. Ich hab ein Doppelkind. Alles klar, okay. Folgendes, ich habe diesen Song gerade in den letzten 5 Minuten extra nur für euch geschrieben, sehr viel Zeit investiert und sehr viel Herz und Liebe. Und ich hoffe, dass euch dieser Song gefällt, denn ich bin selber sehr sprachlos. Das ist das Alter, Leute, beruhigt euch. Beruhigt euch, Leute, beruhigt euch. Gib mir noch 1 Minute, verdammte Scheiße. Ihr habt es entweilig, oder was? Das wäre jetzt der Moment, wo The Piano Dragon wieder zu ihrer Waffe greift. Ja. Okay, lass mich kurz was trinken. 200 Scrap. Jetzt trinkt er noch mal. Oh. Okay. Auf geht's. War ganz gut, ja. Was voll ein Wrestling-Ding. Es war eine schöne Zeit. Wir hatten ganz viel Spaß. Er lacht schon selber. Es war die Season 3. Der Rastplatz ist einfach geil. Es zerreißt mir nun mein Herz, dass ihr von mir geht. Ich werde euch vermissen, doch erinnere mich an euch. Restplatz, ihr seid geil. Wir hatten eine schöne Zeit. Wir kämpften Wissenschaftler, doch dann endet Scheiße. Ich liebe das, wenn er sich verhaspelt und selber lacht. Okay, der war meint, ich bin nicht gut vorbereitet, das tut mir leid. Danny, sagst du ja oder nein? Man hat mir vorgeschlagen, auf letzte Minute noch eine instrumentale Unterlage zu benutzen, aber damit komme ich leider nicht zurecht. Deswegen muss ich auf die andere Version zurückgreifen. Das tut mir leid. Dann müssen wir ohne Musik weitermachen. Habt ihr überhaupt die Musik gehört? Ihr habt die gar nicht gehört, oder? Weiter! Ich liebe dich, Chef. Weiter! Das ist Cash! Warum hörst du denn jetzt auf, Huber? Ich bin verliebt. Das ist. Es passt einfach so in die Rolle, auch wenn es nicht geplant ist. Ich kann nicht singen, so meine Stimme ist weg. Moment. Können wir nicht einen anderen Künstler vor mir nehmen? Aber wir wollen eine Version rausgeben, im Gegensatz zu dir. Jetzt muss er erstmal ein paar rostige Nägel essen, dann wird die Stimme wieder funktionieren. Ich klepper nicht so hin. Noch einen Moment. Oder noch einen Moment. Ja, geht schon. Es war eine schöne Zeit. Wir hatten ganz viel Spaß. Das war die Season 3. Der Rastplatz ist einfach geil. Es zerreißt mir nun mein Herz, dass ihr nun von mir geht. Ich werde euch vermissen, doch erinnere mich an euch. Rastplatz, ihr seid geil.
Wir hatten eine schöne Zeit. Wir bekämpften Wissenschaftler, doch dann endete es nicht. Ja, Wrestlers, ihr seid geil. Wir hatten eine schöne Zeit. Wir rasten durch den Sand, als ich das Ding gewann. Nein! It's a soundtrack. Ja, was ist das? Es geht noch weiter. Es geht weiter. Wir sind noch nicht fertig. Beim Duell versagte ich und scheperte schnell. Die Escape Room verderbte mich. Danke, Kräuter, Mutter. So scheppere ich nicht. Okay, alter Mann, alles gut. Wir hatten eine schöne Zeit. Wir machten viel Musik, reiten rum und lachten viel. Ja, Rastplatz, ihr seid geil. Wir hatten eine schöne Zeit. Du musst auch wir schrieben hier Geschichte. Und Gabriel war tot. Die Events waren legendär. Flug um Heli umher. Sie ist schon rechts aus dem Gewehr. Schnitzelte viel herum. Es war die Season 3. Gut, Piano trecken bin fertig. Aber wenn ihr wollt, mache ich euch noch. Wenn ihr wollt, mache ich euch noch die A cappella-Version vom letzten Jahr. So, vielen Dank, Shepard! Oh nein, er ist an plötzlicher akuter Altersschwäche gestorben. Machen Sie sich keine Sorgen, das ist in dem Alter ganz normal, das blüht uns allen. Ach, das ist schade. Ich hoffe, er hat einen Organspendeausweis. Keine Sorge. Das einzige Organ, was er bitte nicht spenden sollte, neben seiner Blase, ist, sind auf jeden Fall die Stimmbänder. Die sollte, glaube ich, niemand mehr eingesetzt bekommen, denn die sind spätestens jetzt kaputt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Panne Teil des Auftritts war oder ob das wirklich eine Panne war. Aber das ist ja genau das Spannende, das Mysteriöse an diesem Mann. Vielen lieben Dank, Shepard, ein großartiger Auftritt. Und ich kann Ihnen jetzt ein Kontrastprogramm versprechen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, Suki Dengels! Ich bin ein großer Fan! Ist das denn Sani mit den prallen Melonen? Halt den Maul! Ja, natürlich! Hier, Melonen für alle! Bitteschön! Melonen! Nun. Ja! Ja, Mann! Wie beim Poker! Sehr safe!
Alter! Pictures bringing me out the dark. Finally, I can see your crystal clear. Go ahead and tell me how the hour you should be. Kann man live so singen? Das ist so unfair. I live with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch is bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we couldn't had it all. Rolling in the deep. You had my heart and soul in your hand. And you played it to the beat. Baby, I have no story to be told. But as the one of you, I'm gonna make your head burn. Think of me in the depths of despair. Making home down there as mine sure won't be shared. The scars of your love remind me of us. Was für ein Auftritt! Ich bin mir sicher, zu Beginn der Performance haben deine ganzen Nachbarn alle Sturm geklingelt, weil sie wegen Lärmbelästigung sich beschweren wollten. Aber je länger die Performance ging, desto mehr haben sie geklingelt, weil sie rein wollten, um dir zuzuhören, um die besten Plätze zu bekommen. Und falls du gekündigt werden solltest, sag deinen Nachbarn und deinem Vermieter, das war es auf jeden Fall wert. Vielen lieben Dank, wir helfen dir alle bei einer Wohnungssuche, wenn es sein muss. Suki, meine Damen und Herren! Natürlich! Tschüss, so, und jetzt erzähle ich euch mal ein bisschen was vom Backstage-Bereich, der natürlich fantastisch glorifizierend aufgebaut worden ist. Es gibt viel Catering
und gemütliche Sitzgelegenheiten und viele exklusive Drinks. Aber was dort auch passiert ist, als wir vorhin die Reihenfolge der Künstler und Künstlerinnen hereingebracht bekamen vom Veranstalter, da gab es wilde Protestschreie. Niemand wollte verständlichermaßen nach Suki auf die Bühne kommen. Jeder weiß spätestens jetzt, warum. Und während sich die ganzen Künstler und Künstlerinnen dort in einem riesigen Pult anfangen zu stritten, da schob sich ein großer, dunkler Schatten aus dem Gang nach vorne. Alle drehten sich um und überlegten sich, wer kann das sein? Wer kann das sein? Nun, es war der Teddybär. Es war der Mann, der eigentlich heute gar nicht hätte hier sein können, weil er andere Verpflichtungen hatte. Und es war der Mann, wegen dem ich seit 3 Tagen denselben verdammten Ohrwurm hab. Und nachdem er gerade heute Abend so langsam am Abklingen war, wird er mir jetzt 100%ig wieder erneuert. Meine Damen und Herren, dieser dunkle Schatten, der sich dort nach vorne schob, der erhob seine sanfte, dunkle Stimme und sagte: Kein Problem, Leute. Ich spiele nach Suki. Und genau das wird er jetzt auch tun. Herzlich willkommen, Balui! Hallo! Hallo! Ich sehe gar nichts. Ach, da sind alle. Hallo! Guten Tag! Pack die Augen auf, Balui! Was? Ja, ich singe ein Lied. Ach nee, warte, das singen wir ja nicht. Wer spielt da schon wieder meine Aufnahme? Das ist unfair, das geht gar nicht. Halle aus Stein! Halle aus Stein! Halle aus Stein! Wenn du das nicht singst, dann schieß ich dich! Nun! Ja, jetzt ist die Frage, also wollt ihr wirklich zum Ende nochmal Festung hören oder was anderes? Ja! 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 Festung! Ja! Festung! 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 Beides hören? Können wir Wellerman und die Festung hören, Balui? Okay, machen wir Festung. Auf einer Anhöhe vage zu sehen, steht sie nebelverhangen. Ich weiß nicht, woher der Song ist. Ich weiß es nicht. Türme mit Stufen zu steil, sie zu gehen, Mauern zu hoch, um dahinter zu spähen, Glanz und Größe vergangen. Oh, Gänsehaut, ab dem Moment. Jedes Mal. Gräben die Drohen, die Gründe durchqueren, niemals je zu bezwingen. Zu Brücken, die das Passieren verwehren, Tore, die eisern den Zugang versperren, Ketten, die im Winde singen. Hinter den Toren führen Wege hinein, tief ins Innere sie dringen. Rüstungen stehen in reglosen Reihen, Fackeln umhüllen sie mit dämmrigem Schein. Und ich schalte allein durch die Hallen aus Stein in meiner Festung. Und ich schalte allein durch die Hallen aus Stein in meiner Festung. Erzählen von vergangener Zeit in ehemals leuchtenden Farben. Die Brücken geöffnet, die Tore waren weit,
Die Burg, sie war stolz und erhaben. Man tanzte beseelt bei Musik und bei Wein. Ein jeder fiel in die Gesänge mit ein. Heute schalt ich allein durch die Hallen aus Stein in meiner Festung. Und ich schreite allein durch die Hallen aus Stein in meiner Festung. Hoch bis hin zu den Zinnen kann ich sie dunkel am Horizont sehen. Hunderte Festen, die warnen und flehen. Stumm wie verlassen seh ich sie dort stehen. Doch weiß ich, dass in ihnen Menschen noch gehen. Und sie schreiten allein durch die Hallen aus Stein in ihrer Festung. Und sie schreiten allein durch die Hallen aus Stein in ihrer Festung. Und sie schreiten allein durch die Hallen aus Stein in ihrer Festung. Danke, Baluzi! Baluzi Butzi! Baluzi Butzi 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 Butzi! Sehr gut, Baloui, sehr gut. Den Kopf geht einen alten Mann von der Bühne. Geschafft zu haben. Ich meine, Rolfi. Danke, dass du da warst, Baloui. Danke, dass du extra gekommen bist. Komm, viel Fett, du hast schon längst angefangen. Ich hab da mit dem Stein aufgefüllt. Gleich. Da hab ich wirklich gedacht, der Ohrwurm ist weg, schwupps ist er wieder da. Aber zum Glück hat er noch einen Song gesungen, sodass der eine Ohrwurm mit dem anderen Ohrwurm ersetzt wurde. Vielen lieben Dank, Baloui. Schön, dass du es tatsächlich... Und den Mauern ausschreien in meiner Festung. Jetzt bist du da, oder was? Ich hasse dich. So sieht das aus. Ja, ich weiß gar nicht, wohin mit meinen ganzen Ohrwürmern. Und ich bin mir sicher, da kommt gleich noch ein weiterer dazu. Vielleicht habt ihr gerade eben schon den eisernen Rächer im Publikum so ein bisschen singen gehört. Und ihr fragt euch vielleicht, was, der eiserne Rächer? Ist der etwa ganz alleine? Wo ist denn seine bessere Hälfte? Man sieht ihn doch gar nicht alleine. Tja, die Geschichte, die begann vor vielen, vielen Jahren in Staffel 1. Da war er nochmal alleine anzutreffen. Aber das sollte für lange Zeit und bis heute das letzte Mal sein. Denn er fand eine Frau, er setzte ihr einen Eimer auf und seitdem sieht man sie nur noch zu zweit. Heute sieht man die Emanzipation seiner besseren Hälfte. Heute sieht man sie endlich auch mal wieder allein. Nur ihr gehört diese Bühne. Herzlich willkommen, Jen! Jen, und ich denke, ich werde die Latte jetzt mal wieder etwas runterschrauben, damit der Rächer nachher ein bisschen Anforderungen niedriger sind. Ihr wisst. Kriegt ihr jetzt meinen ultimativen Favorite Song? It's Faith! Schnuffel, Schuppi Rastplatz, oder was? Du bist mein allerliebster Schatz.
Seite ist mein Platz, weil ich nicht so gerne kuschel. Wirklich. Willst du mein süßer Schnuffel? Du hörst dir das an, das ist rachlich genug. Kuschel, kuschel, kuschel. Du bist mein kleiner süßer Schnuffel. Sehr gut, sehr gut. Du bist mein kleiner süßer Schnuffel. Sehr gut, mach weiter, Schnuffel! Ich so gerne kuscheln! Bist du mein süßer Schnuffel? Ein Schnuffel, ja, sehr gut! Ich bin so froh, dass ich euch hab, denn heute Morgen denk ich an dich, Tag für Tag. Ach, Sherlock, komm, 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 Zugabe haben! Nee. Zugabe! Ja, Zugabe! 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 Natürlich, das ist gar kein Problem! Okay, wir haben zwischendurch gesehen, die Frames gingen runter, aber die Herzen schlugen höher und darum geht es ja hier heute. Vielen lieben Dank, Jen. Das war eine großartige Performance und ich finde tatsächlich, nachdem Baloui uns so alle schön in die Melancholie gesungen hat, hast du uns mit deiner Energie und mit deinem Feuerwerk da wieder rausgeholt. Und das hätte niemand besser machen können als du. Vielen lieben Dank, Jenny Ann! Du findest einen Weg. Vielen lieben Dank. Das ist nur einmal im Jahr. So, und wo wir schon beim Thema Jen sind und beim Thema Ohrwurm und Ehegatten, da kann man das zweiteilige Puzzle jetzt auch mal zu Ende machen. Ich weiß noch, als wir vor vielen Jahren hier mal diesen Herrn, der jetzt auf die Bühne kommt, auf selbige gerufen haben, da hat er einen Song geschmettert, von dem ich, und jetzt toppt es wirklich Baloui, bestimmt ein Jahr ein Ohrwurm hatte. Die Rede ist natürlich vom Rasta-Mann. Und ich kann gar nicht anfangen, ich werde nicht mal mehr als dieses eine Wort sagen, weil sonst in meinem Gehirn direkt wieder PTSD-Ohrwurm getriggert wird. Ich hoffe, er hat heute was anderes für uns, was mir nicht wieder ein Jahr nachhängt. Ich bin sehr gespannt, er wird zwei Lieder für uns singen. Meine Damen und Herren, einer der größten Charaktere unseres Rustplatz. Herzlich willkommen, hier ist der Eiserne Lächer. Hallöchen, Hallöchen und herzlich willkommen beim rustikalen Finale! Ja! Der Eiserne Stecher! Der Eiserne Becher!
wunderschönen guten Tag. Ja, einen schönen guten Abend. Ich habe für euch natürlich nur den epochalsten Auftritt vorbereitet. Und hier kommt der Ausdruck für Sie. Ja. So, jetzt genug mit dieser Musik, mit der epochalen Scheiße. So, schönen guten Tag. Ja, das ist noch nicht das Ende, keine Sorge. Der Knaller kommt ich noch will gehen. Zum Schluss. Nein, du kriegst kein Kind. Reiflasch, richtig, Patti. Nun, ich wurde gebeten, für einige Personen Songs zu machen, dass sie gut wegkommen, nicht wahr? Dass sie gut am Ende wegkommen. Aber am Ende kommt nicht immer jeder gut weg. Ja. Zum Beispiel Frau Holler, die Waldfee, nicht wahr? Hey! Oder wie wär's mit Herrn Lachsmann, Herrn Scherlukat? Oder wie wär's hier mit, wie heißt er nochmal, dem Schepper, der uns andauert? Herr General kommt gut weg, Herr General kommt sehr gut weg, Herr General kommt immer sehr gut weg. Der kommt nicht gut weg. Doch, er kommt gut weg, liebes Publikum. Stopp! Mach deine Alerts aus. Primetime für Franzi unterstrich Bananzi. Natürlich mach ich meine Alerts. Das ist ein guter Tipp. Der Bait, da geht's nur ums Geld. Lass halt die Klappe, sonst streich ich deine Laien. Was ist das los? Also. Die habe ich vorhin schon weggezogen. Ich setz mir jetzt erstmal den Helm hier ab, so kurz. Oh, besser. So. Sieh wieder an. Nee. Das musst du jetzt ertragen. Okay, ich setze den Scherlukat-Hut auf. So, nun. Den Part, wo ich dich vom Pferd gehauen habe. Halt die Klappe! Hören Sie mal zu, Herr Schages. Ja, also künstlerische Freiheiten müssen natürlich gegeben sein. Ich komm gleich, der Hochsee-Auto! Ich hab jetzt natürlich noch ein Feierlied. Wollt ihr erst den Abschlusssong hören oder das Feierlied? Das könnt ihr euch aussuchen. Erstmal das Partylied und dann das Abschlusslied? Dann oder? Erst feiern! Erst Feierlied, sehr gut. Das hat andere! Feiern! Party hard! Feiern! Party hard! Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Wir feiern mit den Eiern. Du bist immer zu laut. Was? Was ist denn? Ach du Scheiße. Uhuhu. Na? Ja, Mann. Hey, Macarena. Ja, Mann. Ah, Ja, Mann. Ja, Mann, was denn wieder los? Reggae, Rasta, Music, Feeling, be rot. Ja, Mann, heb die Hände hoch. Raffblatt, Season 3, endet, oh, row. Ja, Mann, was denn wieder los? Ja, Mann, heb die Hände in die Luft, bro. Ja, Mann, was denn wieder los? Alle sind vereint und es geht jetzt los. Ja, Mann, heute ist ein schöner Tag. Der Abend glänzt wunderbar art. Ja, Mann, so ist es nun einmal. Wir feiern ziemlich hart und nehmen die Hände smart. Wackeln mit dem Hintern, heben das Bein. Ja, Mann, so soll die Feier sein. Ja, Mann, seid ihr mit dabei? Ja, dann stimmt jetzt ein. Ja, dann stimmt jetzt ein. Ja, Mann. Ray, Janana, Rian, Ja, Mann. Da hinten seh ich noch den Zeno stehen, der bewegt sich nicht, oh nee. Holt ihn jetzt mal vorne ran, er muss nicht die Tür bewachen und dann. Ja, Mann, was denn wieder los? Reggae, Rasta, Music, Philly, B. Rose. Ja, Mann, was denn wieder los? Yo, oh, oh. Über uns Firmament. Ja, Mann, wir hatten heute Band. Ja, Mann, es war ein schöner Tag. Event mit dem Flugverein da. Jeder ist gecrashed, jeder war da, jeder hat's gesehen, da Lokat, Ehrenrunde geflogen, wunderbar, und Gippi war nicht mal so ziemlich zart, irgendwie berührt, alles imponiert, jeder wollte mit dabei sein hier, wer hat gewonnen, keine Ahnung, ja, der Rächer hat gewonnen, na, ist auch egal, ja, Mann, was denn wieder los, hebt die Hände hoch, wir feiern, oh no, ja, Mann, was denn wieder los, wir feiern, bis Balui umfällt, Bro. Der alte Mann, er steht noch. Der Shepard googelt mit der Stimme und es geht ab. Ja, Jaman, Jaman, wir sind wieder da. Hebt die Hände hoch, B-Wanna, B-Wanna, rise up! Hina, B-Rub! Hina, B-Rise up! Hina, B-Rub! Jump, jump, feeling B-Live, B-Live! Jump, jump, Rastplatz Season 3! Jump, jump, B-Rila, B-Rise! Jump, jump, B-Feeling, B-Rise! Jaman!
Jaman. Ich weiß alle, ihr seid spielsüchtig. Später noch am Pokertisch, Highroller-Tisch. Jaman. Jaman. Jaman, was denn wieder los? Rusty sind drei, hebt die Hände, oho. Jaman, was denn wieder los? Jaman, jaman, wir feiern so groß. Jaman, was denn wieder los? Wir feiern, Baby, und es geht los. Jaman, really be right. In the morning, be a night. Hört auf zu sprechen! Wir sind so versetzt, mein Gott, der Hammer! Oh mein Gott, ich brenne, verdammt! Zugabe! Ja, die gibt's jetzt auch, keine Sorge. So, Zugabe! Zugabe! Doch die Schnauze, Schäfer! Jedenfalls möchte ich mich natürlich auch in diesem Sinne bedanken an alle tollen Leute. Ach, jetzt geht das hier schon wieder. Nein, nein, nicht nochmal! Halt die Schnauze! Jawohl! Weiter! Jetzt komm nochmal! Ja, Mann! Da kommt der Nikolaus! Ich wollte mich natürlich auch nochmal ganz herzlich bedanken. Es hat super viel Spaß gemacht, auch in den 7 Tagen. Ich habe Tränen gelacht. Es waren tolle Momente dabei und ich werde es fucking vermissen. Und ich hoffe, sowas wird nochmal in irgendeiner Art und Weise wiederkommen. Das wollen wir, glaube ich, alle irgendwie. Ja, Mann! Nicht wahr? Und danke für den Bühnenaufbau, danke für an Opa, an General, an für die Storylines und allen anderen Scheiß. Wirklich, an Herr ich krieg das alles gar nicht unter. Ich habe auch nicht alle Namen untergekriegt in den Song, weil das einfach unmöglich ist. Dann müsste ich einfach so einen 15-Minuten-Song singen, um alle irgendwie unterzukriegen. Season 4! Ja, vielleicht. Herzlicher. Du bist nicht dabei. Das Bild noch mal. Wir wollten den 10-Minuten-Song von dir. Was willst du? 10 Minuten, dann geht noch, aber dann muss ich schlafen. Lass das Bild dran! Dann kommt das Traumschiff! Brian! Sie dürfen schießen, er hat Rust Season 3 entehrt. Yes, so, meine Damen und Herren, damit ist die Bühne wieder freigegeben. Ich hoffe, das Bild wird natürlich wieder geändert. Nein. Ja, nun. So läuft das hier nicht, nicht wahr? Und ich möchte euch jetzt gerne den Abschlusssong. Da vorne ist jemand, Shepard hat auch dahin gescheppert. Ich möchte euch jetzt gerne den Abschlusssong abspielen. Ich hoffe, es ist alles okay. Ja, aber ist doch schön, ich stehe schon wieder. Tut es nochmal gerne den Brian Porten, der Arme. Oder weggeschmissen. Bühne bitte. Und dann tötet ihn nochmal! Ja, nein, jetzt ist die Hummel mit dem großen Hut wieder aufgestanden von mir. Brian! Hilfe nochmal! Wo war ich? Bild wechseln! Bildwechsel! Ich brauche einen Hammer. Nimm dir das Bild weg jetzt, Brian! Nimm das Bild weg! Der Rauschstrecker ist alles in die Luft hier. So, und da sind wir wieder bei Rust und nicht bei Rap am Mittwoch. Nun, dann lege ich jetzt mal los. Das ist zum ersten Mal, dass ich den performe. Das war heute alles total viel, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Nun, viel Spaß damit. Vielleicht erkennt sich der ein oder andere wieder. Und eine Banane. Ja, Mann. Das ist die kleine Geschichte vom Rustplatz, Season 3, Runner, Rihanna, Fight, Eat, Eat, Jamalaba, Dreet, 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 Anarala, Beat, 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 ja man! Woo! Ausgerastet, Season 3, oh, ausgerastet, Rustplatz bleibt Legendenreit. Es war der Stegi, der die Schnitzeljagd gewann. Sherlock hat schubst den Rächer in den Vulkan. Im Lavaberg lag das goldene Ei, denn der Rächer sprang so knapp vorbei. Lostradamus treibt die bösen Geister aus. Schoki, Schoki, Rust, Platz, schnell nach Haus. Man pokert in der Julie's Bar.
Herr Kuppler erfindet den Rinderwahn. Ausgerastet! Season 3! Ausgerastet! Rastplatz bleibt Legenden-Ride! Ausgerastet! Season 3! Ausgerastet! Rastplatz bleibt Legenden-Ride! Shepard Highroller hat beim Poker Pech, denn der Partyball hat schon wieder nen Flash. Der General macht die Wissenschaftler platt, Jenyan macht die Scraps im Horror-Tab. Team Captain und Kai haben verloren, das Royal Flush klingelt noch in ihren Ohren. Suki Dongles hat zwei große Melonen dran, ich wiederhole mich, da geht aber keiner ran. Ausgerastet! Season 3! Ausgerastet, Rastplatz bleibt Legenden-Style. Baloo schreitet ganz allein durch die Hallener Stein. Der Lachsmann ist zum Zeitkick geboren. Der A Cappella scheppert noch in den Ohren. Patti ist jetzt apportiert, denn wahrer Schlotzen habt ihr's kapiert. Wenn dir wer und was gar nicht passt, dulierst du dich in Gippies Westernstadt. Ausgerastet! Season 3! Ausgerastet! Rastplatz bleibt Legenden-Ride! Holla war auf ewig Praktikant, hat sich mal wieder in die Spielsucht verrannt. Meisterman, Geschenke mitgebracht, Tagespass auf in der Nachbarschaft. Gabriel fand man darauf im Schnee, ja wo war er denn da eigentlich, Penelope? Der Edu liest beim Pokern sein letztes Hemd, Matteo hat die halbe Season echt verpennt. Ausgerastet, Season 3. Ausgerastet, Rastplatz bleibt Legenden-Ride. Legenden-Ride, Legenden-Ride, Legenden-Ride. Wow, 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 wow. Legenden-Ride. Ausgerastet, Season 3. Ausgerastet, Rastplatz bleibt Legenden-Ride. Die Season 3 geht nun zu Ende, wow. Aber der Rastplatz blieb Legenden, no, 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 Legenden-Ride. So, jetzt bin ich kaputt. So, dankeschön, viel Spaß. Und vielen, vielen Dank. Ausgerastet! Man hat so viel Zeit! Ja, vielen Dank! Der Ohrwurm ist aktiviert! Spiel den Song nochmal! Wie lange er diesmal bleibt! Vielen lieben Dank! Das sind deine Schneekugeln! Da ist ein Rächer! Vielen lieben Dank! Große Klasse! Und das war natürlich der Finalsong! Und man könnte meinen, hey, das war's jetzt! Und mit diesem großartigen Song, mit dieser tollen Performance gehen wir alle heute ins Bett! Aber nein! Aber nein, aber nein. Einen haben wir noch. Und obwohl er einer der Ältesten, darf er bis zum Schluss aufbleiben. Jetzt rufen wir jemanden auf die Bühne, wirklich als allerletzten, der diesen Abend hier auch maßgeblich mitgestaltet hat. Er ist der Organisator. Er hat uns hier heute alle eingeladen, um mitgeholfen, die Bühne zu bauen. Und ihr kennt ihn alle, weil er natürlich die großartigsten Rap-Songs der ganzen Insel schreibt. Meine Damen und Herren, hier ist der Opa! Opa, geh beiseite, sonst gibt's Action. Ich rollator mit meinem Besten. Ja, ich
Ich roller da mit meinem Besten. Feuer! Ich roller da mit meinem Besten. Oh Mann, es ist wieder Zeit für Action. Naja, man sagt ja immer, man soll jedes Jahr noch einen draufsetzen. Wie toppen wir jetzt das letzte Jahr, als der General plötzlich auf der Bühne stand? Das wird geil. Das meine ich. Richtig. Heute steht nicht nur der General auf der Bühne. Das wird geil. Nee, der General, eine Keule. Ich hole eine Keule. Kommen Sie mal auf die Bühne. Ah, das ist doch mal ein Trio. So. Erstmal vielen Dank an beide, dass sie sich eingewilligt haben, den Opa im Finale zu unterstützen. Und ich würde sagen, Leute, es war eine schöne Woche. Let's go! Nee. Nicht die drei. Ich komm nicht. Nee. Nein, ich raste aus, Chat. R steht für Rache, A für Aggression, C bedeutet Chaos, H steht für Hurensohn, E wie episch eisern, ja das bin ich. Pass auf, sonst gibt es Prügel ins Gesicht. Meine Keule ist so dick wie mein Auftragsbuch. Türme baue ich höher, sie werden euch zum Fluch. 168 Schnotzenbande, die ist am Start. Einmal frisch poliert, Rüstung hammerhart. Rache ist mein Fucking-Ruf, Blutvergießen, Zweitberuf. Knochen brechen, tut so gut, Schwäche zeige ein Tabu. Becher, Stecher, Schulabbrecher, das bin alles ich. Sturzi ist mein Höllenweib, an ihr verbrennst du dich. R steht für Rache, A für Aggression, C bedeutet Chaos, H steht für Hurensohn. E wie episch eisern, ja das bin ich. Rächer Opa General, Bässe ins Gesicht. Was geht zu Ende, willkommen zur finalen Show. Fliegen Satchels in die Menge, seid ihr atemlos. Rächer Opa General, sie fragen, was ist da denn los? Dieses Trio für die Staffel, heute der Gnadenstoß. Was geht zu Ende, willkommen zur finalen Show. Fliegen Satchels in die Menge, seid ihr atemlos. Rächer Opa General, sie fragen, was ist da denn los? Dieses Trio für die Staffel, heute der Gnadenstoß. Opa ist zwar reif, doch Opa trägt Nikes. Yeah. Eine Mille Major Deal und Opa schlägt ein. Ich bin reich wie Walter White, weil deine Mama für mich kocht. Ich in der Küche daheim, nein, ich mein allerfeinsten Stoff. Doch für deine Kleine einfach so auf meinem Mofa. Für sie Gassi an der Leine, 50 Shades of Opa. Im Dunkeln funkeln weiße Tennissocken in Flipflops. Opa liefert wieder feinsten Hip-Hop am Krüllstock. Eine scharfe Nachtschrank, Junge, scheiß auf Bibel. Opa vertritt Schisses bei 187. Komm aus einer Zeit, in der Viva und MTV noch super doof waren. Opa, der Inbegriff eines Tupac-Posters. Opa ist nicht alt, er ist der fresheste Newcomer. Zu Hammer, bald mit Rulator auf dem Juice-Cover. Bin nur down mit meinen Enkeln, geh beiseite. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Der Opa bleibt der gleiche. Was geht zu Ende, willkommen zur finalen Show. Fliegen Satchels in die Menge, seid ihr atemlos. Welcher Opa General, sie fragen, was ist da denn los? Dieses Trio für die Staffel, heute der Gnadenstoß. Was geht zu Ende, willkommen zur finalen Show. Fliegen Satchels in die Menge, seid ihr atemlos. Welcher Opa General, sie fragen, was ist da denn los? Dieses Trio für die Staffel, heute der Gnadenstoß. Der Gang ist zurück und ihr seid alle so dankbar. Der Anzug gepanzert, die Knarre im Anschlag. Ich bin jedem überlegen, ihr seid nicht ganz ohne Zweifel. Welches Leben mich vergeben, entscheid nicht ich, sondern die Weifel. Auf dem Rushplatz die Eins, ich verlass niemals das Haus, ohne bewaffnet zu sein. Es klopft an der Tür. Herr General, könnt ihr mir helfen? Ich kann dir dabei helfen, bald als Grabinschrift zu gelten. Schon im Kindergarten kannte man mich als Berserker, denn ich grillte ihre Spielzeuge mit Flammenwerfer. Ja, und heute ist das nicht wirklich besser. Werf ein Messer auf dich, ich werfe dich in das Messer. Hab keine Gnade für Schwache. Und wie stehst du eigentlich vor mir? Mach dich gerade, du Lappen. Nach dem AC-130 siehst du Trümmer über dir. Der General ist zurück. Hör auf zu wimmern, salutier. Was geht zu Ende? Willkommen zur finalen Show. Fliegen Sanchez in die Menge, seid ihr atemlos. Welcher Opa General, sie fragen, was ist da denn los? Dieses Trio für die Staffel, heute der Gnadenstoß. Was geht zu Ende? Willkommen zur finalen Show. Fliegen Sanchez in die Menge, seid ihr atemlos. Dieses Trio für die Staffel, heute der Gnadenstoß. Du hast Platz, heute geht mehr als nur die Arme hoch. Ich wollte es doch noch killen. Ich war ready dafür. Ich war ready. Warte mal kurz. Ich werde es mal.
guck mal bei mir im Stream. Ich seh's. Ich seh's. Kannst du bitte die Sache anziehen, Schlopfi? Nee, die trägt die Sachen nicht mehr. Oh, doch. Ich glaub's nicht. Oh.